Hallo, ihr Freunde des täglichen Handels, hier ist Christian Schlegel. Wir haben Mittwoch, wir haben den 20. Januar und es ist 17:39 Uhr. Und in ein paar Minuten kriegt Amiland einen neuen Bresi. Aber das kriege ich vorher noch hin, dass ich den Film hier mache. Das ist der DAX im Tageschart. Ich kann da nichts sehen. Tut mir leid, gar nichts. Wir sind zwischen 10 und 20-Tage-Linie auf der 10-Tage-Linie, neutral. Bänder ohne Aussage, ohne irgendetwas. Der Trendfolgeindikator völlig neutral und genauso auch der Oszillator. Das ist ein absolutes Non-Event auf Tagesbasis. Der kann seine 100, 150 Punkte steigen. Der kann aber auch seine 200, 300 Punkte fallen. Da gibt es nichts. Deswegen, ich muss ein paar Einheiten tiefer gehen. So, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Da kann ich ein bisschen mehr sehen. Hier ist die erste für mich wirklich sinnvolle Unterstützung. Das ist bei 13.566. Das ist diese Kerze hier. Haben wir uns wieder richtig schön hochgearbeitet und dann ordentlich loszulegen. Die sind auch okay hier, aber das wäre mir momentan 13.700. Wir sind nur 225 Punkte von weg. Das wäre mir zu heiß, muss ich ehrlich sagen. Das käme aber in Betracht, wenn wir das All-Time-High rausnehmen. Das All-Time-High bei 14.131. Dann gibt es noch als nächstes Kaufsignal gibt es diesen Punkt hier. Das ist die 14.030. Da hatte ich das letzte Mal gesagt, da muss er mit einer Stundenkerze 25 Punkte drüber legen. Also würde das jetzt heißen 14.055 mit einer Stundenkarte drüber schließen. Das ist meine Meinung dazu. Von der 4-Stunden-Technik sind wir hier ein bisschen positiver. Das ist, der hat also ordentlich hier nochmal was rausgenommen nach oben. Und wir werden also vom Trendfolger sind wir positiv. Wir sind auch von der Stochastik her positiv. Das gilt nicht als überkauft. Das sieht eigentlich ganz sinnvoll aus, muss ich sagen. Und hier werde ich auch nachher einen Schein für euch nennen. Gehen wir mal auf die Stunde. Stunde ist hier. Hier haben wir also diese beiden Punkte, die ich genannt hatte. Dieser Bereich hier, den wir jetzt seit 3 Tagen haben, von 13.960, ich finde den nicht so gravierend. Das sieht hier so aus, aber ich finde den jetzt nicht so gravierend. Was immer wieder interessant ist, sind solche Kerzen hier, in diesem Fall Shooting Star auf Stundenbasis. Das ist echt ganz interessant, da schließen sich da meistens 30, 50, 100 Punkte an. Viel wichtiger finde ich die eben schon genannte 14.030 bzw. 14.055. Wenn wir das schaffen, dann ist es ein Katzensprung zum All-Time-High. Nasdaq macht gerade eben eins, finde ich persönlich sehr erstaunlich, aber macht halt gerade eben eins. Deswegen, wenn wir das hier schaffen, da wird er ein bisschen wackeln, glaube ich nicht, dass er da so ohne weiteres durchgeht, aber dann ist das hier eigentlich die Pflicht. Was auch immer er da drüber macht. Mir fehlt noch so ein Final Peak nach oben, so eine 14.250, am liebsten morgens aufmachen da oben. Das fehlt mir, muss ich wirklich sagen. Auf der anderen Seite habe ich mal schauen, ob ich sie hier reinkriege. Ja, hier gibt es noch ein Gap bei 13.418. Das ist das hier vom 22.12. Das habe ich auch noch auf meiner Liste. Also das sind eigentlich die Punkte, die ich in den nächsten Wochen erwarte. Aber jetzt mal kurzfristig glaube ich, dass wir über die Stunde gelten wir zwar als überkauft, aber das ist nicht gravierend. MACD ist auch okay. Also der hat durchaus noch die Chance, hier noch mal ein bisschen hochzugehen. Scheine. Ich habe mich für den hier entschieden. 13.514, der liegt hier noch unten drunter, unter diesem Punkt hier. Nochmal den Chart ein bisschen rangeholt. Das war also diese letzte größere Abwärtsbewegung. 13.514, jeden Tag ein bisschen steigen, also ich runde leicht. Das ist die Kennnummer Gustav Friedrich 94 Paula Waltraud. GF94PW. Beim Put gehe ich ein bisschen näher ran. Das ist dieser hier. 14.200. Das ist ein 50er Hebel, das ist keine Larifari-Position oder Option. Das ist die Kennnummer GH09CT. Der liegt also dann nochmal hier hinter bei 14.200, also hier oben. Der muss aber geschlossen werden bei 14.100 und sagen wir mal 60 muss der geschlossen werden. Da gibt es kein Wenn und Aber. Diesen Put nehme ich aber erst dann rein, wenn wir hier die 13.700 unterbieten. Auch mit einer Stundenkerze, vorher nicht. Im Moment, mir sind die Signale insgesamt auf den 3 eben genannten Zeiteinheiten sind wir zu gering, als dass ich da echt eine gute, verlässliche Ausführung machen könnte, muss ich ehrlich sagen. Nun gut, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.